Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Hilfsfluch und sind mit der Diebesgilde beschäftigt, der meines Erachtens einzigen Hauptquest hier. Und wir sollen Velsa, ich wollte schon Saira sagen, hier vorne irgendwo treffen. Da hinten ist sie. Ihr habt Silberkralle also dazu gebracht, ein Geheimnis auszuspucken. Bestenfalls eine eher schwache Leistung. Er hat euch aber doch nicht zu diesem gepuderten Hornvogel geschickt, oder? Kauft euch eine besondere Uniform, damit ihr nicht auffallt. Warum fragt ihr? Na, weil er für jeden, den er zu diesem Flachshändler schickt, eine Prämie bekommt. Wusstet ihr nicht? Selbst wenn er denken würde, mein Leben wäre in Gefahr, könnte Silberkralle nicht anders, als noch Profit daraus zu schlagen. Hinterwäldlerin. Velsa, was macht ihr hier? Es ist mir gleich, ob ihr Schützling seid oder nicht. Ich erledige doch nicht Sairas Drecksarbeit. Ich habe Silberkralles ehemaligem Aufseher ein Wahrheitsserum untergeschoben und erfahren, dass Kosch einiges an Abschaum erpresst und für ein Treffen in die Zitadelle von Noshira bestellt hat. Finden wir heraus, warum. Nun gut, was wissen wir über ihn? Es scheint, als ob Kosch sich aus einer mächtigeren Position heraus mit kleinen Fischen in Verbindung setzt. Dann droht sie zu entlarven und sie sich so gefügig macht. Elegant. Genau wie ich es auch machen würde. Aber seine Verbindung zum Eisenrad bleibt dennoch unklar. Das macht mir Sorgen. Was sollen wir dagegen unternehmen? Wir? Da der Schützling von Saira ja jetzt hier ist, kann Velsa doch wohl mal ihre müden Knochen ausruhen. Sucht euch einen Weg in das Hauptquartier des Eisenrads und erfahrt, welche Verbindung sie zu Kosch haben. Oh, und jede ordentliche Erpressung erfordert ein angemessenes Druckmittel. Papiere, die solltet ihr auf jeden Fall mitgehen lassen. Ihr wollt, dass ich ins Hauptquartier des Eisenrads einbreche? Saira sagte mir, ihr wärt eine Diebin. Gehört irgendwo einbrechen, Wertvolles mitgehen lassen und abhauen, bevor man euch bemerkt, nicht zu eurem täglich Brot? Mir kam etwas über einen Dienstboteneingang zu Ohren, für den es eine Parole geben würde. Schaut euch um, benutzt euren Kopf. Ich werde euch nicht alles haarklein erklären. Danke für den Hinweis. Wenn ihr gefunden habt, was ihr sucht, macht euch wieder auf den Weg zurück zum Nest. Lasst euch nicht erwischen. Und falls doch, dann beißt euch die Zunge ab, bevor ihre Folter euch zwingt, meinen Namen zu kreischen. Ihr schafft das schon. Welche Aufgabe hat euch Saira übertragen? Nichts, was meiner Zeit würdig wäre. Und alles führte hierher, nicht wahr? Wenn wir gehen, werden wir diese Chance vertun, etwas über die Pläne von Kosch zu erfahren. Nun gut, wir ziehen uns irgendwo irgendwie die Uniform an, die wir nicht haben. Wieso? Achso, bei Verschiedenes. Frostbruchkelch. Achso, das war aus Osinium. Ja. Also wenn Diener so aussehen, will ich nicht wissen, wie da die Brigade aussieht. Gerüchten zufolge werden die Soldaten aus dem Feldlager nach Kat Bedraut vorrücken. Mögen die Acht sie beschützen. Mhm. Der Typ sieht mich auf jeden Fall und erkennt mich auch. Alle mit Fackeln sind immer böse, ganz, ganz böse. Und ich darf mich ja hier auch nicht hinhocken. Der erkennt mich nicht. Da sind allerdings auch noch Fallen auf dem Boden. Da muss ich auch aufpassen. So, da hinten ist wieder einer mit Fackel. Genau, diese blauen Fallen. Das ist ein normaler. Da ist wieder einer mit Fackel. Genau da, wo wir hin müssen, war ja klar. Jetzt bleibt er aber noch so blöd da stehen. Ich glaube, der uns jetzt hier sieht. So, Eisenradverhaltensregel 15. Kein Mitleid mit dem Gesetzesbrecher. Sein Schicksal ist die Unvermeidbarkeit eurer feierlichen Pflicht. Ein Ring aus Eisen um sie herum. Das ist auch schon mal eine Parole. Der bleibt da stehen. Okay.
In die blauen Dinger da darf ich nicht rein, weil die nämlich mein Geheimnis enthüllen. Ich hoffe, dass das nicht bis hier geht. Nee. Achso, da muss ich rein. Dann gehen wir mal von der anderen Seite aus rein. Zack. Eisenradverhaltensregel 38. Der Gesetzesbrecher mag die Wahrheit leugnen, aber sein Schicksal steht fest. Wir werden die größte Wahrheit offenbaren. Das Rad dreht sich ständig weiter. Da hinten steht noch einer mit einer Fackel. Und wir müssen aber in die Richtung. Da steht auch gerade einer mit einer Fackel. Hab ich mich jetzt erschrocken? Wir müssen nach oben. Was ist mit dem Typen mit der Fackel? Der sieht uns zumindest hier unten scheinbar nicht. Ich weiß, ich bin gierig. Tintlinge. Tintlinge sind immer gut. Hallöchen. Die Leute in Abars Landung sagen schreckliche Dinge über das Eisenrad. Aber Oberinspektor Rahn Beek hat meinen Namen nicht vergessen. Er fragt sogar nach meinen Kindern. Das ist wirklich ein ganz feiner Herr. Ich muss durch den Dienstboteneingang, aber ich kenne die Parole nicht. Ihr seid doch verrückt. Nur das Eisenrad und seine Gäste dürfen dort hinunter. Ich versuche doch nur, meine Arbeit zu machen. Befehle sind Befehle. Nun gut, ich verrate euch einen Teil davon. Ich lausche nicht, wisst ihr. Ich habe nur einfach ein hervorragendes Gehör. Schreibt euch das unbedingt auf. Ich werde es nicht wiederholen. Nur zu, ich bin bereit. Wir brennen unsere Wahrheit auf ihre Leinwand. Danke für eure Hilfe. Nicht der Rede wert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich könnte eine Menge Ärger bekommen. So, jetzt ist die Frage. Der Typ steht jetzt da hinten. Wir müssen tiefer. Ich will jetzt nur niemanden auf den Kopf springen, der gerade eine Fackel hat. Na, geht er jetzt wieder zur anderen Seite? Ja, okay. Ach, da unten steht schon wieder einer mit einer Fackel. Schwupp. Der hat keine. Der da unten hat allerdings eine. Der natürlich jetzt genau in meine Richtung geht. Oh, du Idiot. Okay. Nein, in die Falle wollte ich jetzt nicht reinlaufen. So. Parole. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ihr Vollidioten müsst mich natürlich jetzt aufdecken. Oh Gott, geht mir das auf die Nerven. Was bist du denn jetzt für ein Viech? Was kommst du denn jetzt her? Hallo? Kannst du auch mal sterben? So, wir müssen irgendwie da hochkommen. Oder auch nicht, weil da tiefer steht. Ich glaube, ich muss gar nicht hier hinten rum, oder? Wie war das jetzt nochmal? So, komm. Bin ich auch noch eben um. Das sind zwei normale. Können wir umbringen. Ich weiß ja nicht, ob es hier noch andere gibt. Oh. Das sind normale Wachposten. Oh, wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Lasst mich doch einfach mal in Ruhe hier meine Quest machen. So, da hinten müssen wir durch. Stolperfalle. So.
Hier müssen wir rein. Welches Schicksal ereilt den Gesetzesbrecher? Wir brennen die Leimwand. Ja, aber in welcher Reihenfolge? Welches Schicksal erwartet die Reuelosen? Was ist mit jenen, die sich ihrem Schicksal verweigern? Tretet ein und findet im Innern Frieden. Also mit anderen Worten einfach von oben durch? Ich dachte schon, meine Schicht endet nie. Moment, wer seid ihr? Tut mir nicht weh, ich bin nicht einmal Offizier. Aha. Bitte, ich bin doch keine Bedrohung für euch. Ich behalte nur die Tür im Auge. In 6 Tagen gehe ich in den Ruhestand. Ich will keinen Ärger, versteht ihr? Bleibt ruhig. Ich bin nicht hier, um euch zu töten. Den Göttern sei Dank. Mit mir werdet ihr keinen Ärger haben. Ihr wart niemals hier und ich habe euch nie gesehen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr das Eisenrad warnt. Ich habe einen Schlaftrunk. Ein Schluck erleichtert mir das Einschlafen. Die ganze Flasche sollte mich stundenlang ausschalten. Bis dahin seid ihr lange weg. Dann solltet ihr die ganze Flasche trinken. Er hätte sich theoretisch auch das Genick brechen können, so wie er jetzt gefallen ist, aber okay. Ich weiß noch, dass wir hier auf Gegenwehr stoßen werden. Das ist eure einzige Chance, meinen Vorschlag zu überdenken. Das ist eure einzige Chance, meinen Vorschlag zu überdenken. Arbeitet für mich, sonst... Sonst was? Sonst übergebe ich diese Dokumente dem Eisenrat. Sie halten ganz und gar nichts von Sklaverei und Skoma-Handel. Wägt eure Möglichkeiten ruhig kurz ab. Nun... Welche Wahl haben wir denn? Wir sind dabei. Gut, dann werde ich eure Dokumente verschwinden lassen. Huch. Was? Meine Papiere waren doch hier. Müssen wohl dahinter runtergefallen sein. Ja, natürlich. Darum kümmere ich mich nach meinem nächsten Treffen mit Oberinspektor Ranbeek. Denkt daran, wer eure Zügel hält. Das lief gut, glaube ich. Ja, je nachdem, wie man sieht. Ach so, da wäre dann... Ah, ja, ja. Okay, da würden sie mir dann im Endeffekt die Verkleidung wegnehmen. Ich dachte gerade, da kommt jetzt irgendwas runtergepoltert oder so. So, ich muss nach links... Hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Oh, ich hab gedacht... Hier ist irgendwas? Ich kann die Mitgift von Magnifica Falora aufspüren. Ich kann sie euch binnen 2 Wochen zurückbringen. Und woher genau rührt euer Interesse in dieser Sache? Das Eisenrad muss Hughes Fluch verlassen. Ihr seid einfach schlecht fürs Geschäft. Wenn ihr die Mitgift von Magnifica Falora zurückbringt, garantiere ich für unsere Rückkehr nach Tarnet. Es gäbe da noch eine Bitte. Etwas klitzekleines. Vielleicht besprechen wir das bei einem schönen Schluck? Ich trinke nicht. Dann trinke ich für euch mit. Kommt, ein Büro ist kein Ort zum Geschäfte machen. So, abgeschlossen. Entkommt aus dem Eisenradquartier. Da ist einer angegriffen worden und hat dieses komische Auge nicht mehr abbekommen. Wir sollen auf der Seite entkommen. Nein, es kümmert keinen. So, Moment. Ja, ich hab's gewusst. Ich bin extra gelaufen und stehe hier wirklich Meter weiter hinter. Und trotzdem hat mich natürlich die Falle erwischt. Da kann ich rum. Die habe ich gesehen. Nein, nicht zu.
Ich wollte gerade noch sagen, wenn ich zu schnell laufe, dann sehe ich die nächste Falle nicht. Und wumms, schon war sie wieder da. Ja, natürlich. So. Jetzt sind wir ganz oben, genau da, wo wir natürlich sein wollen, wenn wir hier entkommen wollen. Achso, man kann hier rum. Moment. Vielleicht kann man hier tatsächlich recht einfach entkommen. Ja. Das sieht gut aus. Setzen wir uns einfach auf unser Reittier und dann schwingen wir uns ganz schnell zum Wegschrein hinüber. Ja, so schnell könnt ihr dann da wieder rauskommen. Wir müssen nicht den ganzen Weg wieder nehmen. Dann könnt ihr einfach wegporten. Ich habe kein Kopfgeld. Zumindest wird mir gerade nichts angezeigt. Das wäre sonst blöd, weil sonst würde ich hier direkt wieder angehalten werden. So, Saira, ich habe Neuigkeiten. Das sah mir jetzt nicht so wirklich aus, als ob er jetzt da dran wollte. Deswegen habe ich das jetzt genommen. So, Saira ist links. Wo sie immer ist. Ich bringe Neuigkeiten. Seht ihr, Saira? Euer Schützling ist wieder da und hat das unbesiegbare Eisenrad überlebt. Ihr solltet mehr Vertrauen haben. Lasst uns allein. Alle. Kann ich jetzt mit Saira sprechen, statt immer irgendwelche Dokumente zu nehmen? Velsa hat mir erzählt, ihr seid auf eigene Faust ins Hauptquartier des Eisenrats gegangen. Was im Namen des Vergessens habt ihr euch nur gedacht? Wie bitte? Wir sind nicht mal ansatzweise so weit, uns in die Nähe des Eisenrats zu begeben. Ich lasse nicht zu, dass noch jemand wegen einer Entscheidung stirbt, die ich... Hört zu. Ich halte diesen Laden gerade so zusammen, ohne Quen zu nahe zu treten. Ihr seid unsere beste Rekrutin. Ich kann euch nicht an einen Streit mit Velsa verlieren. Ladet Velsa nicht die Schuld auf. Es war meine Entscheidung, das Hauptquartier des Eisenrats zu unterwandern. Ihr habt recht. Ich sollte das nicht an euch auslassen. Oder an ihr. Ganz gleich, wie gut sich das anfühlen mag. Na schön. Ihr habt euren Hals riskiert und könnt noch davon erzählen. Habt ihr etwas gefunden, was wir benutzen können? Kosch hat sich mit dem Eisenrad getroffen. Er hat versprochen, die Mitgift von Magnifica Falora zurückzuholen. Unmöglich. Sie ist immer noch in der Familiengruft Magnifica Falora. Der Mitgiftbeutezug ging schief. Nikolas und die anderen starben noch, ehe wir die Schatzkammern erreichen konnten. Oberinspekteur Ranbik sagte, das Eisenrad würde nach Tarnet zurückkehren, wenn Kosch die Mitgift zurückbringen würde. Nein, das Eisenrad kam her, um uns für den versuchten Beutezug zu bestrafen. Aber wenn es das ist, was ihr gehört habt, waren sie wirklich schon die ganze Zeit auf der Suche nach der Mitgift? Warum haben sie uns dann mit solcher Wildheit nachgesetzt? Was habt ihr sonst noch erfahren? Kosch hat die Leute, die wir untersuchen sollten, erpresst. Ich habe ihm dies gestohlen. Lasst mich mal sehen. Das ist sehr umfassend. Genaue Einzelheiten zu den Handelsfürsten von Abbas Landung sowie Rivalen in der ganzen Region. Karten für gestohlene Waren, die wir für uns selbst bergen könnten. Was nun? Ich werde durchgehen, was ihr geborgen habt. Vielleicht gibt es darin einen Hinweis auf die Pläne von Kosch oder etwas bezüglich der verschwundenen Mitgift. Ich muss etwas Sinn in diese Sache bringen. Ruht euch aus. Ihr müsst bereit sein, wenn wir den nächsten Schritt unternehmen. Übrigens, gute Arbeit. Und wir halten einmal die Beine von Baharas Fluch und einen Fertigkeitspunkt. Mich lässt nicht los, worauf ihr gestoßen seid. Wenn jemand die Mitgift von Magnifica Falora gestohlen hat, dann nicht die Diebesgilde. Aber man hat es uns in die Schuhe geschoben. Nach dem, was ich im Hauptquartier des Eisenrats erfahren habe, habe ich ein paar Fragen. Worüber? Was plant Kosch denn? Die Handelsfürsten betrachten das Eisenrad als eine Besatzungsmacht. Sie fürchten, dass Tarnet Abbas Landung erobern will. Wenn Kosch Oberinspektor Ranbik zum Gehen überredet, dann wird er ungeheuren Einfluss gewinnen. Das muss sein Plan sein. Ihr sagtet, der Mitgift-Beutezug wäre gescheitert, aber Oberinspektor Ranbik sagte, sie wäre verschwunden. Wer wusste noch davon?
Nikolas hat Velsa erzählt, er hätte einen Beutezug geplant. Aber sie hat sich zur Ruhe gesetzt, bevor er ihr die Einzelheiten verraten konnte. Ich bin die Einzige, die es wusste. Jemand muss uns zum Grabmal gefolgt sein. Ja, dem wird wohl so sein. Notiz von Schleicht leise. Sehr schön. Das heißt, dass wir wahrscheinlich auch direkt wieder hier weiterkommen. Dann werde ich mich erstmal von euch verabschieden für diese Folge und dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge mit der Notiz von Schleicht leise weitermachen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.